Dann habe ich euch ein kurzes Wort zur Saat- und Erntezeit mitgebracht. Und zwar habe ich die letzten zwei Mal, als ich hier war, über das Zehntengeben gesprochen, und zwar in Bezug auf Melchisedek. Also als Abraham dem Melchisedek seinen Zehnten gab und Melchisedek dann mit Abraham zusammen eigentlich das Abendmahl nahm, also sie aßen Brot und Wein. Und ich möchte hier noch etwas weitergehen, weil wir denken manchmal, oder ja, wir kennen das alle, wenn wir gewisse Dinge nicht tun, haben wir ein schlechtes Gewissen. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir eben kein schlechtes Gewissen haben. Und deshalb möchte ich euch die erste Stelle aus dem Malachi zeigen, die eben unter dem alten Bund so war. Malachi 3, die Verse 7 und 8. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr Scharen, aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Das ist das, was der Herr hier spricht zu dem Volk. Nun, preis dem Herrn, wir leben im neuen Bund. Wir können den Herrn nicht mehr bestehlen. Es ist nicht mehr möglich, weil es kommt alles von ihm und durch ihn. Und es ist für uns nicht möglich, ihn zu bestehlen, weil er schon alles gegeben hat. Alles, was er gibt, kommt von ihm. Also selbst wenn wir den Zehnten nicht zurückgeben, dann bestehlen wir Gott nicht mehr. Unter dem alten Bund war das so, respektive unter dem alten Bund wurde aus dem Zehnten geben ein Gesetz gemacht. Ein Gesetz gemacht, dass man, wenn man es eben nicht einhält, dann unter dem Fluch sein könnte. Man hat Gott bestohlen, wenn man gewisse Dinge nicht eingehalten hat. Obwohl, als der Zehnte das erste Mal auftrat bei Abraham und Melchisedek, gab es gar kein Gesetz. Das kam erst einige Jahrhunderte später. Es gab das Gesetz noch gar nicht. Also hatte Abraham unter freiem Willen seine Gaben gegeben. Aber auch heute, denke ich, ist manchmal das Zehnte geben bei vielen noch eine gesetzliche Verankerung. Aber nicht unbedingt mal im Sinne von, ich muss es tun, sondern oftmals eben auch, ich habe Angst davor, wenn ich es nicht tue. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht tue. Aber das ist nicht das, was der Herr möchte. Gehen wir noch kurz weiter in Malachi. Und zwar lesen wir Malachi 3, die Verse 9 und 10. Das sind die Nachfolgeverse. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr Scharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Dieser Vers wird oft benutzt, um den Leuten zu sagen, hey, ihr müsst den Zehnten bringen, weil sonst geht der Himmel nicht auf. Nun, preis dem Herrn, ich kann euch beruhigen, der Himmel ist offen, weil Jesus ihn geöffnet hat, als er für uns emporgestiegen ist. Und er hat ihn nicht wieder geschlossen, weil sonst wäre der Heilige Geist gar nicht durchgekommen und hätte sich nicht auf die Erde niederlassen können. Also wir leben in überreicher Fülle, wir haben überreiche Fülle, durch den Heiligen Geist, der gekommen ist, oder? Und unter dem Fluch sind wir auch nicht mehr, weil in Galater 3, Vers 13 steht, wir sind frei von dem Fluch, weil Jesus den ganzen Fluch getragen hat für uns, an unserer Stelle. Er hat alles getragen. Der Himmel ist offen, wir sind gesegnet und wir sind nicht mehr unter dem Fluch. Wir müssen nicht mehr etwas tun oder lassen, um gesegnet zu sein. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum hat Abraham gegeben? Warum hat er das damals getan? Was war der Grund? Weil
Er konnte von Melchisedek nichts erhalten. Er konnte von ihm nichts erhalten. Nun, wir wissen, dass er nachher Brot und Wein erhalten hat. Aber vorher wusste das Abraham nicht. Er hat ihm den Zehnten gegeben von allem. Dann ist Melchisedek gekommen und hat mit ihm Brot und Wein gegessen. Ich habe mich dann gefragt, ja gut, hätte er Brot und Wein auch mitgebracht, hätte Abraham ihm den Zehnten nicht gegeben? Ich glaube ja. Ich bin überzeugt davon, dass er trotzdem mit Abraham Brot und Wein gegessen hätte, weil er es nicht davon abhängig machte. Aber warum hat Abraham das getan? Ich glaube, er hat es getan, weil er ein Erkenntnis darüber hatte, über diese Gabe. Er hatte Erkenntnis darüber, über, ich sage jetzt mal, den geistlichen Hintergrund von dieser Tat. Eine Tat von Demut, von Unterordnung, von Segnen, von Vertrauen, aber auch von Dankbarsein. Gehen wir kurz ins Neue Testament, Hebräer 7, die Verse 7 bis 10. Nun ist es aber unwidersprechlich so, dass der Geringe von dem Höhergestellten gesegnet wird. Und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch für Levi, den Empfänger des Zehnten, der Zehnte entrichtet worden, denn er war noch in der Lende seines Vaters, als Melchisedek ihm begegnete. Also wenn wir das hier lesen, der Geringere, das sind wir. Der Höhergestellte, das ist Jesus. Wir werden von Jesus gesegnet. Wir geben, und das ist das, was hier eben auch im Hebräer steht, und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten. Wir geben sterblichen Menschen den Zehnten. Organisation, Person, wo auch immer wir unsere Gaben hingeben. Wir geben sterblichen Menschen, Organisationen unsere Finanzen. Aber geistlich betrachtet, und das ist das, was hier gemeint ist, mit dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Geistlich betrachtet geben wir immer dem Herrn in sein Reich, in seine Organisation hinein. Und das ist ein Akt von Demut. Und das ist nicht nur Demut, sondern eben auch Vertrauen, indem wir eben sagen, Herr, ich vertraue dir nicht nur mich an, sondern eben auch meine Zukunft. Das ist das, was von Abraham gesprochen ist. Weil Levi, die hatten ja nachher eigentlich den Auftrag über das ganze Priester, über den Priester, den Dienst der Priester, und sie waren dafür zuständig, die Zehnten einzusammeln. Aber Abraham hat den Zehnten gegeben. Also hat er eben nicht nur für sich, sondern eben auch seine ganze Zukunft das getan. Und ich bin sicher, er war sich dessen in dem Moment noch nicht so bewusst. Aber er hatte die Erkenntnis darüber, dass diese Tat Demut ist, Vertrauen, auch eben für das Vertrauen für die Zukunft, dem Herrn zu vertrauen, dass er für einen sorgt. Wir können Gott nicht mehr bestehlen. Es ist nicht mehr möglich. Im neuen Bund können wir dem Herrn nichts wegnehmen. Er hat schon alles gegeben. Und wenn wir den Zehnten nicht geben, ist das kein Diebstahl, wie es unter dem alten Bund deklariert war. Deshalb brauchen wir uns auch nicht schlecht zu fühlen, wenn wir das nicht können oder noch nicht können. Weil ich glaube, wir müssen zurück eigentlich zu Abrahams denken und verstehen, dass es ein Akt der Demut war und des Vertrauens und nicht ein Akt des ich muss oder ich darf es auf keinen Fall lassen. Weil das gibt schlechte Gefühle und dann tun wir sie auch aus den falschen Gründen heraus. Und deshalb haben wir auch, als wir uns darüber unterhalten haben, bei uns in der pastoralen Leiterschaft eben erkannt, das Geben ist nicht einfach nur, dass wir Finanzen geben, sondern es ist eine andere Form der Anbetung. Es ist Worship. Deshalb auch dieses Bild, das wir hier sehen. Wenn wir geben, Gott hat uns zuerst gegeben, wir sind in der Lage, etwas zurückzugeben. Und das ist ein Akt von Worship, von Anbetung,
von Demut und Vertrauen, dass wir ihm auch vertrauen, dass er für uns sorgt. Es ist ein Hingeben, dem Herrn hingeben in einer anderen Form. Und darum möchten wir auch in Zukunft über das sprechen, dass Geben eben mehr ist, als einfach nur irgendwo in einen schwarzen Korb mit Stoffeinlass etwas Geld hineinlegen, sondern es ist Anbetung. Das hat immer zwei Elemente, die materielle Seite, wo wir etwa Sterblichen etwas geben, aber auf der anderen Seite ist eben der geistliche Aspekt überall damit eingebunden. Danke, Vater, dass du zuerst gegeben hast, dass du uns segnest mit allem, was wir brauchen. Danke, Vater, dürfen wir demütig sein und dir vertrauen, auch unsere Zukunft anvertrauen, für uns, für unsere Kinder, dass wir einfach wissen dürfen, dass du uns versorgst, dass du uns das gibst, was wir benötigen, dass wir Vollversorgung erleben dürfen in unserem Leben, Herr. Danke, hilfst du uns auch, deine Sicht der Dinge zu verstehen, dass wir nicht mehr müssen oder Dinge auf keinen Fall unterlassen dürfen, sondern lehre uns auch in Demut und in Freude und all diesen Themen, wo wir benötigen, auch wenn wir Gaben geben, Herr. Danke dir für alles. Ihr seht, ich habe heute nur 5 A4-Seiten dabei. Im Schnitt brauche ich etwa eine A4-Seite für 45 Minuten. Also, nein, Spaß beiseite. Wir werden schon pünktlich fertig werden. Ich möchte weitermachen in meiner Serie The Way of Grace. Wir sind beim 3. Teil angelangt. Ich habe das erste Mal viel über den Alltag gesprochen, auch wie wir uns manchmal fühlen, dass eben wir nicht Gnade erleben, emotional in unseren Alltagen oder in jedem Tag unseres Lebens, sondern dass wir herausgefordert sind. Ich habe dann in meiner zweiten Predigt über Spirit-led Life gesprochen, wie wir in unserem Alltag leben können, wie wir geführt sind vom Herrn, dass wir eben auch den Herausforderungen, denen wir begegnen, dass wir die meistern können, in der Lage sind, schwierige Situationen zu überleben. Und heute möchte ich wieder etwas in den Alltag gehen, aber mehr auch darüber sprechen, was haben wir oder was ist Gnade in unserem Alltag? Oder wie erleben wir das? Wie können wir das anwenden und umsetzen? Weil das ist die Frage, die wir uns immer stellen. Egal wie viel Theologie wir haben, egal wie viel Wissen wir haben, egal wie viel Erkenntnis wir haben, es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, wo wir fragen, aber wo ist jetzt da die Gnade? Wo ist jetzt das, was immer gepredigt wird am Sonntagmorgen oder was ich in all den Büchern lebe? Aber das ist eigentlich das, was wir manchmal tun. Wir versuchen, uns gewisse Dinge beim Herrn zu erkaufen, zu erdealen. Wir tun Sachen und sagen, okay, Herr, ich tue das für dich und du tust das für mich. Und dann sind wir wieder quitt. Das ist das, was wir alle kennen. Ist die Gnade gratis? Für uns ja, für den Herrn nicht. Aber wir kennen das auch. Gnade ist immer für den Gebenden, für den kostet es etwas. Für den Empfänger ist es for free. Also wenn wir jemandem in unserem Alltag, in unserem Leben etwas Gutes tun, dann kostet uns das etwas. Wir verzichten auf Zeit, wir investieren Finanzen, wir sehen keine Ahnung was, wir tun irgendetwas, uns kostet es etwas. Irgendetwas geben wir auf für die andere Person. Und diese andere Person erhält es gratis. Und wenn das nicht so ist, dann ist es ein Geschäft und ein Deal, aber nicht Gnade.
In dem Moment, wenn ich etwas gebe, um etwas zu empfangen oder umgekehrt, ist es keine Gnade mehr. Dann ist es ein Geschäft. Das ist das, was ich von Montag bis Freitag mache. Ich deale. Ich mache Geschäfte. Kunden bezahlen mich, damit ich ihnen eine Dienstleistung bringe oder ihnen eine Anlage bauen oder was auch immer. Das ist ein Geschäft. Aber in dem Moment, wenn wir Gnade weitergeben, auch anderen Menschen, dann kostet es uns etwas, damit der andere eine Dienstleistung, eine Freude oder was auch immer gratis empfangen kann. Gehen wir zum Johannes. Johannes Evangelium, Kapitel 19, die Verse 5 bis 7. Hier sehen wir die Situation, bevor Jesus ans Kreuz ging. Nun kam Jesus heraus, und das war in dem Moment, als er eben drin vor Gericht war. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel, und er spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Als ihn nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Dieser Mann war weise, aber ihm waren irgendwie die Hände gebunden. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Nun, die Tragik am Ganzen ist, die wir heute wissen, 2000 Jahre später, er hat sich nicht nur zum Gottes Sohn gemacht, er war der Sohn Gottes. Er war es in realer Person, aber sie haben das nicht verstanden. Ihm wurde nicht geglaubt. Die Juden glaubten ihm das nicht, weil sie eine andere Vorstellung davon hatten, wie der Messias sein muss. Obwohl er alle messianischen Wunder gezeigt hatte, wurde ihm nicht geglaubt. Er wurde aufgrund etwas verurteilt, was er nicht getan hat. Er hat nicht gesagt: Ich bin der Sohn Gottes. Also er hat es schon gesagt, aber er war es auch, also hat er nicht gelogen. Aber das ist das, was ihm vorgeworfen wird, dass er gelogen hat. Dass er sich als etwas ausgibt, was er nicht sein kann. Das ist das, was Jesus widerfahren ist in seinem Leben. Und in Matthäus 20, Vers 28, sehen wir eigentlich den Grundauftrag, weshalb. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war sein Grundauftrag. Jesus hat das auch ziemlich schnell begriffen. Er diente den Menschen und gab sein Leben hin als Lösegeld. Es ist bezahlt. Und jeder, der mit Rechnung zu tun hat, wenn du eine Rechnung einmal bezahlt hast, brauchst du sie kein zweites Mal zu zahlen. Wir müssen nicht noch einmal zahlen. Das Lösegeld ist ein für alle Mal bezahlt. Ja, aber Pastor Michael, weißt du, das stimmt ja alles schon. Aber wir leben ja in unserem Leben, und da hat doch jeder so sein Kreuz zu tragen. Da muss doch jeder so, der hat seine Balken zu tragen, der muss mit seinem Leben selber fertig werden. Nun, schauen wir uns das mal kurz an. Johannes 19, Verse 17 und 18. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Jesus hat sein Kreuz getragen. Die Frage ist, werden wir nochmals gekreuzigt? Müssen wir nochmals gekreuzigt werden? Ja oder nein? Vielleicht, wir wissen es nicht, kommt darauf an, wie wir uns verhalten. Nein. Weil aufgrund von Römer 6, Vers 6 ist unser alter Mensch mitgekreuzigt worden.
Wir werden nicht nochmals gekreuzigt, wir müssen nicht nochmals gekreuzigt werden. Und das bedeutet auch, wir müssen das Kreuz nicht mehr tragen. Wir müssen das Kreuz nicht mehr tragen. Wir haben manchmal das Gefühl, wir müssen es tragen, aber es ist nicht so. Weil was haben wir zu tragen? Was hat Jesus gesagt, was wir tragen sollen? Sein Joch sollen wir tragen. Und wie ist es? Sanft und leicht. Sanft, ein Kreuz ist nicht sanft und leicht, weil es ist meistens nicht so mit feinem Stoff umgeben und aus Aluminium oder Kunststoff gemacht. Nein, es ist das Holz, kantig, mit diesen Splittern dran und so. Und du verletzt dich, wenn du das Ding tragen musst. Aber das ist nicht das, was wir tragen sollen. Jesus sagt uns, tragt mein Joch. Es ist sanft und leicht. Und wir müssen auch nicht mehr gekreuzigt werden, weil das Lösegeld wurde bezahlt, einmal und für allemal. Wir haben nichts mehr zu bezahlen, aber wir fragen uns dann trotzdem, okay, das ist der Rettung, das ist klar. Aber was haben wir sonst noch? Was haben wir sonst noch? Wir wollen ja immer wissen, wie bringt uns das Ganze hier, was wir predigen am Sonntag, auch im Alltag etwas? Das ist die Frage, die wir uns immer stellen. Und wir gehen am Sonntagnachmittag nach Hause, lassen uns die Predigt nochmals durch den Kopf gehen, also nur wenn sie gut war, weil sonst weißt du ja nichts mehr. Und überlegen uns, wie können wir das in unseren Alltag umsetzen? Wie können wir das, was der Mann da mit der dicken Bibel gesagt hat, am Montag, am Dienstag und am Mittwoch umsetzen? Und auf das möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Was genau erhalten wir kostenfrei? Wir wissen, Errettung, das ist klar, das ist der geistliche Aspekt. Dass wir ewiges Leben empfangen, für immer. Dass wir uns nichts mehr verdienen müssen da, dass wir es einfach erhalten haben. Gehen wir zum 1. Korinther. 1. Korinther Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Da sehen wir nämlich, was wir alles gratis erhalten. Da sehen wir, was uns der Herr gegeben hat. Die Überschrift bei mir ist die Geisteswirkung Gnadengaben in der Gemeinde. Und Paulus schreibt hier, über die Geisteswirkung aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Paulus hat verstanden, was es auf sich hat mit den Geistesgaben und den Geisteswirkungen. Und deshalb schreibt er, hey, ich will euch nicht in Unwissenheit lassen. Es ist wichtig, dass ihr das hört. Es ist wichtig, dass ihr das versteht. Es ist wichtig, dass wir das auch für unseren Alltag kennen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart. Darf ich bitte das erste Bild haben? Ich habe das hier mal aufgezeichnet. Das sind insgesamt neun oder Gnadengaben, die unterteilt sind in drei Gruppen. Es gibt sogenannte Inspirationsgaben, die ganz auf der linken Seite sind. Dann gibt es die Kraftgaben, die in der Mitte sind. Und dann gibt es eben diese Offenbarungsgaben, die wir auf der rechten Seite haben. Inspirationsgaben sind, ich gehe es jetzt mal kurz durch, wir werden dann alle nachher im Detail anschauen. Also Inspirationsgaben sind Weissagung, Sprachenrede und Auslegung. Diese Inspirationsgaben, wie wir sie nennen, sind immer inspiriert vom Herrn. Also sie sind nie inspiriert bei Pastor Michael. Sie werden ausgeführt vielleicht. Aber die Inspiration kommt immer durch den Herrn. Die Kraftgaben, das sind Glauben, Heilung und Wunderkräfte, sind da zur Zeichen, also um Zeichen zu setzen, um Gottes Gegenwart zu bezeugen, auch Zeichenwirkung zu machen. Die Offenbarungsgaben, Erkenntnis, Weisheit und Unterscheidung der Geister, sind Gaben, die Wahrheiten offenbaren, die, ja, auch natürlich sind alle Gnadengaben vom Herrn geführt. Aber diese Offenbarungsgaben zeigen immer irgendwo, was Wahrheit ist, wo der Weg hingeht, können auch prophetisches Wort und so weiter sein. Aber wollen wir mal kurz diese neun Gaben einzeln durchgehen. Und ich möchte euch, ich kann nicht alle im Detail ganz tief bringen, das ist klar.
aber ich möchte euch so die wichtigsten Elemente mitgeben und wie wir sie eben auch in unserem Alltag anwenden können. Bild 2, und dann gehen wir zum 1. Korinther 14, Vers 3. Die Weissagung. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Die Weissagung ist ganz elementar für den Leib Christi, für die Auferbauung. Aber eben nicht nur hier. Wir können auch draußen an unserem Arbeitsplatz weissagen. Nun, wir müssen dann nicht immer so, oh, der Herr spricht zu mir. Nein, es kommt einfach in dem Moment, wenn du ein Wort in dir hast, was du jemandem anderen geben willst. Aber es ist immer Auferbauung und Trost mit dabei. Jedes Wort, das wir jemandem geben, das nicht auferbaut und nicht Trost weitergibt, ist keine Weissagung. Punkt. Wenn Weissagung manipuliert wird, ist es Zauberei. Auch wichtig. Also wir manipulieren nicht. Auch wenn wir ein Wort haben für jemanden und denken, okay, das ist das, was der Herr sagen würde. Wenn ich jetzt aber noch das anhängen würde, dann wäre die Person in der Lage, den richtigen Weg zu gehen. Wir können gar nicht wissen, was der richtige Weg für eine andere Person ist. Deshalb manipulieren wir nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen in ihrem Leben zu führen von Position zu Position. Ja, wir können manchmal einen Beitrag leisten, also wir, wenn der Herr uns inspiriert, eine Weissagung weiterzugeben, die dieser Person einen Nutzen bringt, in ihrem Leben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, ich bin manchmal auch sehr froh, wenn mir jemand einen guten Input gibt, der positiv ist, der mir hilft, Entscheidungen zu treffen, der mich vielleicht in gewissen Situationen auch tröstet. Aber Weisheit, Weissagung manipuliert nicht. Weil Gott ist ein guter Gott. Und er macht uns nicht fertig, auch wenn wir Dinge falsch machen. Er macht uns deswegen nicht fertig. Nein, er tröstet uns und er hilft uns, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Das ist das, was er tut. Aber wir denken manchmal, wir müssen das anders machen in unserem Leben. Gehen wir weiter zum zweiten. Sprachenrede und Auslegung. Sprachenrede und Auslegung sind zwei Gnadengaben, die meistens, nicht immer, aber sehr oft kommen sie zusammen. Und hier ist eben nicht die Rede vom Sprachenrede als Gebet. Das habe ich im Bild 3 dann. Genau. Bild 3. Sprachenrede im Gebet ist etwas, was für jeden Gläubigen ist. Aber es gibt eben auch noch die Gnadengabe von der Sprachenrede. Schauen wir uns das kurz an, 1. Korinther 14, 26 bis 28. Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles lasst zur Erbauung geschehen. Und hier haben wir es wieder. Was immer wir tun, soll die Menschen erbauen. Sie trösten, sie motivieren. Vers 27. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein und der Reihe nach. Und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde, er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Und hier haben wir das. Für sich selbst und für Gott können wir immer in Sprachen reden. Hier geht es darum, dass wenn wir hier auf der Bühne stehen, hier, und jetzt in Sprachen reden, dann ist es elementar, dass wenn ich zum Beispiel während einer Message einen Input habe, vom Herrn in einer Sprachenrede, dass dieser ausgelegt ist, damit ihr es versteht. Und
Ich sage, die meisten oder viele Pastoren haben eben diese Gaben direkt zusammen. Also die können in Sprache reden und direkt auslegen. In Sprache reden und direkt auslegen. Oder manchmal passiert das, wir hatten vor ein paar Jahren, war das glaube ich mit Pastor Kwong, oder? Als er hier war, Pastor Kwong hat in Sprachen geredet und Pastor Erich hat es ausgelegt. Das ist das, wie diese Gaben dann in dem Moment funktionieren. Aber es wäre, und das hat es eben auch gegeben, weil sonst würde es der Paulus hier nicht so schön beschreiben, dass offenbar wurde eine Stunde lang in Sprachen gepredigt. Nun, das bringt euch nichts. Mir vielleicht schon, ich bin auferbaut nachher, mit Heiligen Geist gefüllt und so richtig hochgepowert, aber der Gemeinde bringt es nichts. Es könnte aber auch sein, dass die Pastoren sich einfach zu wenig vorbereitet hatten und nicht wussten, was sie sagen sollen. Dann ist das natürlich, ja, wir predigen mal in Sprachen und vielleicht hat der eine oder andere Glück und nimmt was mit, oder? Nein, also auch diese Gaben sind eben dazu da, dass es einen Nutzen bringt für die Gemeinde. Das heißt, dass die Sprachenrede auf der Bühne muss zwingend ausgelegt werden. Zwingend. Weil sonst ist es kann aber sein, und das gibt es bei uns auch, dass wir, wenn wir aus dem Worship kommen zum Beispiel und in Gebet gehen, dass wir dann in Sprachen beten. Dann tun wir das aber zusammen und dann ist das Gebet. Aber es ist nicht eine Sprachenrede im Sinn von einer Message, die der Herr in dem Moment weitergeben möchte. Gehen wir weiter. Glauben, das ist das Bild 4. Gehen wir in die Evangelien, Markus 5, Vers 34. Markus 5, Vers 34. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Glaube ist eine Gnadengabe. Eine kraftvolle Gnadengabe, die, wenn sie kommt, nicht mehr aufgehalten werden kann. Das ist der Moment, wenn dein inneres Zeugnis für eine Situation so stark ist, dass dich nichts und niemand davon abbringen kann, weil du weißt, dass es so ist. Weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Weil der Herr dir das gesagt hat oder dir diese Emotion gibt. Glauben, die Gnadengabe des Glaubens, kann auch für jemand anders sein. Muss nicht für dich sein. Es gibt Menschen, die haben diese Befähigung, dieses Talent, für jemand anderen so stark zu glauben, dass der andere geheilt wird dadurch. Der andere errettet wird dadurch. Ich glaube, diese Frau, von der wir das Zeugnis heute Morgen gehört haben, die hat auch einen starken Glaube für ihren Mann. Braucht sie auch. Aber Glauben ist ebenso eine Gnadengabe, die eben nicht nur für sich, sondern eben auch für andere dient. Und Glaube grundsätzlich wächst durch das Lesen und das Hören des Wortes. Das ist das, wie unser Glaube gestärkt wird, wie er gefüttert wird, wie er seine Vitaminriegel kriegt. Oder? Ich meine, es gibt ja diese, wenn du jeden Morgen kurz einen Vers liest, habe ich mal so einen Spruch gelesen. Das ist etwa wie wenn du morgen aufstehst und einen ganzen Tag nur einen Riegel isst. Es reicht einfach nicht. Also ich zumindest habe mehr Hunger. Nun, genau. Aber es ist so, dass wir durch das Lesen, das Hören des Wortes, das ist die Nahrung für unseren Glauben. Und wir wissen das selber. Manchmal brauchen wir auch dieses, ich sage jetzt mal, Verständnis, einfach zu wissen, dass es so in der Bibel steht, damit unser Glaube aktiviert wird dadurch. Aber Glaube ist, wenn die Gnadengabe des Glaubens aktiviert wird, kann sie nicht mehr aufgehalten werden. Für eine Sache zum Beispiel. Wenn in einer Situation diese Gabe zum Tragen kommt, dann ist sie so stark in der Person, die sie gerade hat, dass er einfach weiß, dass er weiß, dass er weiß. Ganz etwas Wunderbares. Gehen wir etwas weiter. Heilung ist eine der Kraftgaben. Wir lesen da natürlich viel.
Es gibt sehr viele Zeugnisse über Heilung in der Bibel. Nicht nur von Jesus, auch von Paulus und anderen, wie sie Menschen die Hände aufgelegt haben und die einfach geheilt wurden. Die Gabe der Heilung, wenn jemand an dir eine Heilung bewirkt. Wir haben dieses wunderbare Zeugnis mit dem Malchus Ohr. Oder? Als Jesus verhaftet wurde, ging einer der Jünger hin. Welcher war es? Der Petrus. Es ist immer der Petrus, der negativ auffällt, oder? Nein. Er ging hin und hat dem Malchus einfach das Ohr abgeschnitten, weil er Jesus beschützen wollte. Was tat Jesus? Er nahm das Ohr, setzte es hin und der Mann war geheilt. Wir lesen noch nicht mal, dass er gebetet hat. Oder zuerst gefragt hat, hast du auch wirklich Buße getan über alle Sünden in deinem Leben? Nein. Er nahm das Ohr, setzte es hin, er war geheilt. Bumm. Fertig. Simpel, einfach und klar. Die Gnadengabe der Heilung ist dazu da, um einerseits Menschen etwas Gutes zu tun, ganz klar, das war auch immer der Impact von Jesus. Er wollte den Menschen Gutes tun, er wollte sie heilen, er wollte sie nicht krank sehen. Aber auf der anderen Seite ist die Kraft der Heilung auch dazu da, um Gottes Gegenwart zu zeigen, aufzuzeigen, seine Größe aufzuzeigen, seine Möglichkeiten, seine Kraft auch ihm darzustellen. Und Jesus machte das in vielen Fällen ganz simpel. Keine großen Formeln gebeten, nichts. Hände aufgelegt oder so nur gefragt, was willst du, dass ich dir tue? Ah, wenn du möchtest und Lust hast, heile mich. Bumm, passiert. Jesus hat dann nicht 7 Stunden gebetet, Hände aufgelegt, Öl genommen und eingerieben und angefragt, was er alles verbrochen hat in seiner Vergangenheit. Nein. Es waren immer ganz einfach, simple, klare, schnelle Aktionen, die Jesus durchgeführt hat. Gehen wir zum Thema Wunderwirkung, Bild 6. Wir lesen, wir gehen die Stelle nicht an, weil uns fehlt die Zeit dafür, aber wir lesen in den Evangelien über diese große, ich sage jetzt mal, Fütterung. Die Fütterung der 5000. Kennt ihr die Geschichte? Die Speisung der 5000. Als alle die Menschen sich versammelt haben, was wissen die 5000, die erwähnt sind in der Bibel, waren nur die gezählten Männer. Da kommen die Frauen und die Kinder noch dazu. Rechnen wir mal im Schnitt 1,5 Kind, dann sind wir etwa bei 17.500 Leuten, die da waren. Das war etwa zwischen 15.000 und 20.000 Leuten waren da. Wir lesen zwar nur von 5.000, aber das sind ja nur die Männer. Und wir lesen dort auch im Johannesevangelium, dass die Jünger machten sich Sorgen und sagen, hey, wir haben hier nur ein Brot und wir haben noch 200 Denare, aber was kriegst du dafür? Vielleicht noch ein Steak und eine Cola, aber mehr kriegst du auch nicht. Die machten sich Sorgen um die Versorgung. Und Jesus sagte ihnen, hey, nehmt das, was ihr habt. Also genau, da kam der Junge noch mit seinem Korb da, etwas Brot und Fisch. Und Jesus sagte, hey, nehmt, was ihr habt und verteilt es. Und dann haben die verteilt und verteilt und verteilt und verteilt. Und am Schluss hatten die knapp 20.000 alle zu essen. Aus den paar Fischen, aus den paar Broten. Das ist die Gnadengabe der Wunderwirkung. In dem Moment, wenn natürliche Gesetze oder für uns Menschen natürliche Gesetze aufgehoben werden. Wenn Dinge passieren, die nicht in unser Konzept passen. Wenn Dinge passieren, die übernatürlich sind oder eigentlich so nicht sein können. Jesus auch hier nie eine große Nummer gemacht, auch sein erstes Wunder, wer weiß es, was es war. Hochzeit von Kanaan, genau, als er Wasser zu Wein gemacht hat, eben nicht irgendein Wein, es war Amarone, den er gemacht hatte. Also einen guten Barrique-Fass Amarone. Nicht irgendwas Billiges. Und etwas, was nicht sein konnte. Er hat
nicht den silbernen Löffel zweimal im Gegenuhrzeigersinn, dann wieder im Uhrzeigersinn umgerührt und irgendwelche Sprüche geklopft. Nein, er hat nur gesagt, bringt mir Wasser in neuen Säcken. Und dann war Wein drin. Boom. Aber völlig crazy. Hat es noch nie gegeben. Einige wollten ihn dann vielleicht anstellen. Ganz klar, als Weinvermehrer. Das wäre eine neue Jobdefinition. Aber Wunderwirkung geht immer gegen die menschlichen Prinzipien. Geht immer gegen natürliche Gesetze, so wie wir sie kennen. Nicht gegen die Gesetze Gottes. Seine Gesetze gehen viel weiter. Aber das ist das, was Wunderwirkung tut. Und das ganz ohne Gefuchtel und Zauberstab, sondern einfach nur durch Sprechen, durch Wissen, durch das, was wir auch glauben und wissen, wie groß unser Herr ist. Gehen wir eins weiter, Erkenntnis, Bild 7. Jetzt kommen wir zu den Offenbarungsgaben. Erkenntnis ist eine Gabe, die wir haben, in dem Moment, wenn uns die Dinge klar wurden, zum Beispiel im Wort Gottes. Paulus, seine Bekehrung ist so ein typisches Erkenntnis, eine Erkenntnissituation. Die Gnadengabe der Erkenntnis hat dort zugeschlagen. Als er erblindete, Jesus sah und dann verstanden hat, wer der Sohn Gottes ist. Also wir alle haben irgendwann mindestens einmal die Gabe der Erkenntnis gehabt. Nämlich in dem Moment, als wir gesagt haben, ja Herr, wir wollen zu dir kommen. Wir brauchen dich. Das ist die Gabe der Erkenntnis. Es zeigt nämlich auf, dass wir es nicht mehr können, dass wir jemanden brauchen an unserer Seite, der uns begleitet. Erkenntnis ist etwas, ein übernatürliches Wissen von einer Situation, die wir in verschiedenen Art und Weisen empfangen können. Wir lesen zum Beispiel im Alten Testament sehr viel darüber, über Visionen und Träume. Das war die Gnadengabe der Erkenntnis, die dort diesen Personen gewisse Sachen aufgezeigt haben, um einen Nutzen zu bringen. Man kann es auch körperlich spüren, körperliche Auswirkungen haben. Oder eben auch Prophetie und Erkenntnis treten sehr oft zusammen auf. Aber Erkenntnis ist etwas, was nicht einfach jeder hat sofort. Sondern Erkenntnis ist etwas, was in dem Moment vielleicht nur ich weiß. Nur ich oder jemand anderer das weiß. Und das ist eben oft auch die Schwierigkeit, wie kann ich jetzt das verbalisieren und den Menschen weitergeben. Das ist die Herausforderung. Und es gibt viele, die in dem Moment vielleicht auch als verrückt abgestuft werden. Dann geht es weiter, die Weisheit. Da möchte ich kurz die Bibelstelle mit euch anschauen, und zwar Lukas Evangelium Kapitel 20, die Verse 20 bis 26. Weisheit ist nämlich etwas, was wir alle brauchen in unserem Alltag. Und hier geht es um die Frage nach der Steuer. Und sie lauerten ihm auf und sandten Aufpasser ab, die sich stellen sollten, als wären sie redlich, um ihn bei einem Wort zu fassen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Statthalters ausliefern können. Weißt du, das ist die Situation, die erleben wir im Alltag. Nicht vielleicht in dieser Extremnis. Aber es wird immer Leute geben, die wollen uns in die Pfanne hauen. Es wird immer Leute geben, die versuchen, uns zu täuschen. Und in diesem Moment brauchen wir Weisheit. Wie es hier eben auch Jesus dann zum Glück sehr schnell realisierte. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, wir wissen, dass du richtig redest. Ja, klar. Und lehrst. Sie meinten das auch voll ehrlich. Und nicht die Person ansiehst, sondern den Weg Gottes der Wahrheit gemäß lehrst. Also, sie gaben hier vor, eigentlich Anhänger von ihm zu sein. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Vers 23,
Da er aber ihre Arglist erkannte, sprach er zu ihnen: Was versucht ihr mich? Und hier kommt Weisheit ins Spiel. Er hat in dem Moment Weisheit, weil er wusste, die wollen mich jetzt in die Pfanne hauen. Was versucht ihr mich? Vers 24. Zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift trägt er? Sie aber antworteten und sprachen: Des Kaisers. Vers 25. Er aber sagte ihnen: So gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn nicht bei diesem Wort fassen vor dem Volk, und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Und das sind Situationen, wo wir Weisheit brauchen. Wir brauchen in unserem Alltag Weisheit, nicht nur am Sonntag in der Kirche. Wir haben viele Situationen mit Menschen da draußen im Berufsleben. Was würden wir ohne Weisheit tun im Berufsleben? Wir wären nicht in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen diese Weisheit, die Gnadengabe der Weisheit, um uns in einer Sache für etwas zu entscheiden, das einen Nutzen bringt. Aber Weisheit sollte auch immer vom Herrn inspiriert sein. Weil unsere Weisheit ist verstandesmäßig nicht sehr weit. Aber wir brauchen die Weisheit des Herrn. Dann gehen wir noch zum letzten. Unterscheidung der Geister. Und ich sage vielleicht mal kurz hier, was Geisterunterscheidung nicht ist. Also Geisterunterscheidung ist nicht Urteilsfähigkeit, Kontrolle, Erkenntnis, Gedankenlesen oder Erkennen von Charaktereigenschaften. Aber wir denken das manchmal in unserem Alltag. Nein, die Geisterunterscheidung ist, es gibt im Markus Kapitel 1 die Situation, wo Jesus einen unreinen Geist austreibt. Und manchmal denken wir in unserem Alltag, ja, das ist ganz etwas Heikles. Da müssen wir aufpassen. Dann haben wir Angst. Und es gibt auch Situationen, wo Geisteraustreibungen stattfinden. Und dann hat man noch größere Angst. Und man muss sicher sein und so. Voll energisch beten und ganz übel, und wir wissen, was daraus alles passieren kann. Wenn wir schauen, wann Jesus Geister ausgetrieben hat, war das immer klar. Er hat sogar mit denen diskutiert. Als er da die wie viel waren, die er in die Säue geschickt hat, die nachher über den Fels runter waren, die Legion, oder? Mit dem hat er noch gesprochen. Aber hat ihnen klare Anweisungen gegeben, weil er wusste, wer er war, welche Autorität er hat. Weil wir müssen wissen, es gibt drei verschiedene Geister. Es gibt menschliche Geister, das ist das, was wir in unserem alten Leben auch haben. Es gibt den göttlichen Geist, den heiligen Geist, den wir kennen. Aber es gibt eben auch die teuflischen Geister. Die gibt es auch, die satanischen Geister. Wir brauchen da eben keine Angst zu haben. Es gibt ganz, ganz seltene Situationen, wo ich jemandem begegne und ich sehe ihn an und sehe direkt, dass da was nicht stimmt. Das ist der Moment, wo die Gnadengabe der Geistesunterscheidung zuschlägt. Das ist dann, wenn du jemanden oder etwas siehst, wo du spürst und du weißt, halt, da stimmt etwas nicht. Hier sollten wir jetzt vorsichtig und weise sein. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, weil wir sind, wer wir sind, in Jesus Christus. Daran wird sich nie etwas ändern. Das sind diese neuen Gaben, die wir gratis erhalten durch das Empfangen des Heiligen Geistes. Und daraus entstehen eben Talente und Fähigkeiten. Und wir haben grundsätzlich alle neuen in uns, aber nicht alle sind gleich stark ausgeprägt. Nicht alle. Wir entwickeln Fähigkeiten und Talente für einzelne Gaben, die uns auch besonders liegen. Aber wir können alle in unserem Alltag einsetzen,
Wir brauchen Weisheit. Dann beten wir für Weisheit. Wir brauchen Glauben. Dann beten wir für Glauben. Manchmal brauchen wir Wunderwirkung. Für natürliche Dinge. Für finanzielle Angelegenheiten. Für geschäftliche Situationen. Für Familiensituationen. Für was weiß ich. Wir brauchen Heilung. Und so weiter. Und ich habe mich dann gefragt, okay, wir haben das jetzt erhalten. Das ist der Gratisanteil für unser täglich Brot oder für unser tägliches Leben. Die geistliche Sache haben wir geklärt, das ewige Leben. Also was müssen wir jetzt noch tun? Was müssen wir jetzt noch tun? Weil das ist die Frage, die uns alle beschäftigt. Was genau müssen wir noch tun in unserem Leben? Und grundsätzlich ist es so, grundsätzlich brauchen wir nichts mehr zu tun, außer Steuerzahlen. Steuerzahlen, das musst du einfach, da kommst du nicht rum. Aber sonst musst du nichts mehr tun. Aber, und jetzt kommt eben das, was ich den Leuten dann sagen, wenn sie mit dieser Frage auf mich zukommen, die Entscheidungen in unserem Leben, die Taten in unserem Leben lenken die Konsequenzen. Das ist unser Leben hier auf der Welt. Wir entscheiden, wir tun die Dinge und dafür gibt es Konsequenzen. Positive oder negative, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber wir tun Dinge, weil wir Dinge tun müssen in unserem Leben. Aber der Herr hat uns eine Ausstattung gegeben von neuen Geistesgaben, die wir einsetzen können, um unsere Entscheidungen und Tun auf eine Basis zu stellen, die es eben einfacher macht. Und da braucht Spirit-led Life, also geistgeführtes Leben. Wir benötigen sowohl die Geistesführung, aber auch die Gaben dazu, um die richtigen Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Und manchmal gibt es Herausforderungen, die auf uns zukommen, nicht weil wir etwas falsch gemacht haben oder wir falsch entschieden haben, sondern weil andere Menschen in unserem Umfeld ebenfalls Entscheidungen treffen für ihr Leben, die aber vielleicht in unseres eindrängt. Manchmal widerfahren uns Konsequenzen für Taten und Entscheidungen anderer Menschen, wo wir nichts dafür können. Und in diesen Situationen braucht es ebenfalls diese Gaben, nämlich Glauben, dass der Herr uns da wieder rausholt, die Sicherheit zu wissen, dass er uns in der Hand hat, dass er uns beschützt, egal was auf uns zukommt. Und wir brauchen manchmal, wie gesagt, auch Wunderwirkung, Heilung und so weiter. Wir denken manchmal, diese Gaben sind nur für den Sonntag. Nein, diese Gaben sind vor allem für unter der Woche. Weil Sonntag können wir einfach hier sein, sitzen, zuhören, vielleicht etwas aufnehmen, wenn der Pastor mal einen guten Witz macht, aber sonst können wir einfach sein. Aber diese Gaben benötigen wir unter der Woche. Um diese Woche, diese Herausforderung zu meistern, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind, mit den Situationen umzugehen, die wir alle kennen. Und das ist der Teil, wo ich persönlich glaube auch, da wünscht sich der Herr, dass wir das tun, dass wir diese Gaben einsetzen. Das ist das Tun in unserem Leben. Diese Gaben, diese Fähigkeiten einsetzen, die er uns gegeben hat, damit wir in unserem Leben bestehen können. Weil er kann es nicht tun. Jesus kommt nicht herunter und entscheidet für mich. Ich muss in meinem Leben entscheiden. Ich. Aber er hat mir die Gnadengabe der Weisheit gegeben, dass ich das kann. Also hat er mir alles gegeben, damit ich die Entscheidung treffen kann, damit ich das Tun in unserem Alltag auch vollbringen kann. Es ist nicht so, dass wir einfach zu Hause uns auf die Couch hängen können und unser Leben gelebt, also unser Leben wird dann schon gelebt, aber nicht von uns selber, sondern von den Umständen und von den Menschen rundherum. Das wollen wir nicht. Wir wollen selbstständig sein, wir wollen selbstbestimmt leben und das ist richtig und das ist gut so. Und der Herr gibt uns dafür das Werkzeug in die Hand und sagt uns, hey, mein Sohn, meine Tochter, das ist das, was ich dir gebe, for free. Du kannst es dir nicht verdienen, du kannst es nicht erkaufen, du hast es.
Aber wir können lernen, es einzusetzen. Wann und wo und wie. Und dann sind wir auch in der Lage, in unserem Leben zu bestehen. Und das ist auch das, was ich denke, und das ist auch das, was ich am meisten realisiere in meinem eigenen Leben. Die Herausforderung, die Schwierigkeit, in unserem Alltag dann noch eben zu wissen, dass wir diese verschiedenen Gaben haben. Daran denken wir dann meistens eben nicht mehr. Wir denken dann an die Situation, was wir tun müssten, aber wir sind uns nicht sicher, was ist, wenn ich falsch entscheide? Was passiert dann? Das ist das, was uns in dem Moment durch den Kopf geht. Aber wenn wir es schaffen, in unserem Alltag uns zu besinnen und sagen, hey, der Herr hat mir Werkzeuge gegeben, die mir helfen, durch jede Situation durch, gut und schlecht, die Guten verbessern, die Schlechten ausmerzen, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Dann sind wir auf einem guten Weg. Halleluja. Lasst uns aufstehen. Ich möchte gerne noch beten, bevor ich dem Worship nochmals übergebe. Danke, Vater, für deine Gaben in unserem Leben. Danke, Vater, dass du uns das Werkzeug gegeben, das wir in unserem Leben einsetzen können, einsetzen dürfen. Und so auch in unserem Leben Herr über Situationen sind. Danke, Vater, müssen wir uns das nicht verdienen, müssen wir die Dinge nicht kaufen, sondern du hast uns gesegnet, weil du uns liebst. Du hast das ganze Lösegeld bezahlt mit deinem Sohn, der alle Kosten getragen hat. Alle Kosten sind abgerechnet. Wir müssen nicht noch einmal tragen. Wir brauchen auch nicht unser Kreuz zu tragen nach Golgatha. Es ist bereits getragen, Herr. Wir loben und preisen dich für alles, was du getan hast in unserer Vergangenheit, für alles, was du tust in unserer Gegenwart und für alles, was du noch tun wirst in unserer Zukunft. Und danke, führst du uns, lehrst du uns, wie wir mit deinen Gaben umgehen können, wie und wann und wo wir sie einsetzen können, Herr. Wir danken dir. Amen.